Rentenerhöhungen für Millionen Rentner versprochen. Brechen wirklich rosige Zeiten für Deutschlands Rentner an? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am Wochenende kam es ja durch den Blätterwald und auch im ARD und im ZDF wurde berichtet, die Präsidentin der deutschen Rentenversicherung, Frau Gundula Rosbach, hat gesagt, dass auch in der Zukunft für über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner es Rentenerhöhungen geben wird. Die deutsche Rentenversicherung steht finanziell super gut da. Sie hat eine ganz große Nachhaltigkeitsrücklage, über 42 Milliarden Euro und die Beitragseinnahmen sprudeln. Also das Rentenschlaraffenland ist ausgebrochen und das soll auch in der Zukunft so gelten. Und sie setzte sogar noch oben einen drauf und wagte eine Prognose und sagte uns, dass die Lücken im Arbeitsmarkt, die durch den Abgang von vielen hunderttausend Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland entstehen, durch Zuwanderung geschlossen wird. So deuten es Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die sie praktisch uns hier unterbreitet hat. Ja, meine Damen und Herren, was soll man denn davon halten? Also kann ich jetzt eigentlich im Grunde nur sagen, Glück gehabt, dass Sie alle Rentnerinnen und Rentner sind. Also, so wie ich die Sache sehe, verschweigt uns hier die liebe Frau Gundula Rosbach etwas und macht aus meiner Sicht eine Schönwetterpolitik. Es ist natürlich auch ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die deutsche Rentenversicherung in einem guten Licht dasteht. Und es ist auch unstrittig, meine Damen und Herren, dass die deutsche Rentenversicherung aktuell zurzeit finanziell gut aufgestellt ist. Aber die Zukunft, meine Damen und Herren, sieht ganz, ganz anders aus. Und das sagen uns ja nicht nur die aktuellen Zahlen, sondern die Vorhersagen und auch die vielen Experten, die sich in diesem Bereich auskennen. Wir bekommen es mit einer massiven Altersdemografie zu tun. Die Babyboomer gehen in Rente. Wir werden Beitragszahler verlieren. Und diese Beitragszahler werden nach den groben Schätzungen auch nicht durch den Arbeitsmarkt aufgefangen, indem wir neue Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Arbeitsmarkt haben, die dann Beiträge in die Rentenkasse einzahlen. Das wird alles so nicht stattfinden, wie Frau Gundula Rosbach vorhersagt. So ist zumindest meine Information und auch mein Gefühl und meine Vorhersage. Schauen wir uns bitte einfach nur mal die gesetzlichen Krankenkassen und die gesetzlichen Pflegekassen an. Da kann einem nur Angst und Bange werden. Und dort schlägt die Demografie unbarmherzig jetzt zu. Und genau das Gleiche werden wir auch in der deutschen Rentenversicherung erleben. Das heißt also, letztendlich ist die Nachricht, die Frau Gundula Rosbach sagt, dass die Renten stabil bleiben und dass auch die Beiträge stabil bleiben, vielleicht eine Auskunft, die vielleicht bis 2025, bis 2026 gelten soll, mittelfristig. Aber langfristig kann diese Prognose sicherlich nicht zustimmen. Und deshalb bin ich nicht der Meinung, wie Frau Gundula Rosbach uns das hier weismachen möchte, dass unsere gesetzlichen Renten weiter massiv steigen werden, sondern wir werden es erleben, dass die gesetzlichen Renten, wenn wir so weitermachen, im Wert verlieren. Das heißt also, das Rentenniveau wird sinken und wir werden viel mehr Rentnerinnen und Rentner im System haben, dann als Beitragszahler. Niemand kann Ihnen garantieren, in 3 oder 4 Jahren, wie dann die Finanzlage der deutschen Rentenversicherung aussieht. Eines ist auch klar, und das sollte Frau Rosbach auch mal darlegen, dass ihre deutsche Rentenversicherung und die anderen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung im Jahr 2022 über 100 Milliarden Euro an Steuerzuschüssen bekommen haben als Bundeszuschüsse. Denn ohne diesen Bundeszuschuss wäre die gesetzliche Rentenversicherung schon längst zahlungsunfähig. Meine Damen und Herren, ja, wir haben aktuell eine gute Lage, aber in der Zukunft sehe ich das ein bisschen anders, was uns hier Frau Rosbach an Informationen weitergegeben hat. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.